Ja, liebe Leser von 1200 Grad, ein paar interessante Messetage auf der spanischen Fliesenfachmesse Chivisama gehen zu Ende. Und wir fanden, es war eigentlich eine sehr spannende Neuheitenschau wieder für die Keramik. Aber manchmal fällt so eine Einordnung einer Messe auch schwer. Deshalb habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Neben mir steht Ulrike Kunkel, ist die Chefredakteurin der DB Deutsche Bauzeitung. Und Ulrike, welchen Eindruck hattest du denn von der Messe? Ja, also eigentlich auch einen guten. Ich würde sagen, sie unterschied sich schon ein bisschen. Das freut einen ja immer, wenn man was Neues entdeckt, was man in den anderen Jahren noch nicht so gesehen hat. Das war vielleicht im Bereich weniger Formate, finde ich. Man hatte den Eindruck, es war nicht mehr so diese Formatgigantomie, so, aber vielleicht im Bereich Oberfläche, Farbe, Oberflächenbehandlung, da waren doch ein paar Sachen, die man noch nicht so oft gesehen hat. Mhm. Du kommst ja von einer Architekturzeitung und oder Zeitschrift und das Thema Fliesen oder Keramik ist ja eigentlich ein Thema, mit dem sich die Architekten immer ein bisschen schwer tun im Vergleich zu anderen Materialien. Glaubst du, dass diese Neuheiten auch für Architekten spannend sind? Das denke ich schon, sicherlich so ausgewählt. Was ich jetzt weniger gesehen habe, ist Material für die Fassade, für Keramik an der Fassade. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Fassaden lebendig zu gestalten. Aber sicherlich ist viel dabei, um so komplette Interiors sehr lebendig oder Ton in Ton oder zurückhaltend oder mit bestimmtem Hingucker zu gestalten. Von daher kann ich mir das schon vorstellen. Ich hatte den Eindruck, dass die Hersteller viel mutiger geworden sind insgesamt, was Farben und Formate angeht und auch Dekorationen. Also wir haben ja zum Teil richtig auffällige, starke Dekorationen gesehen. Ja, würde ich auch sagen, ist mir auch aufgefallen. Unter anderem Steinoptik, fast so Halbedelstein-Edelstein-Optiken, die es gab. Und wenn die dann in doch auch wiederum recht imposanten Formaten daherkommen, dann kann man damit natürlich wirklich sehr wirkungsvoll Entrées, Foyers gestalten zum Beispiel. Wie findest du das generell, wenn Keramik andere Materialien imitiert, wie zum Beispiel Naturstein oder Holz? Ja, da ist man ehrlich gesagt, glaube ich, auch als Architekt immer so ein bisschen zwiegespalten. Was man aber unabhängig von der Materialechtheit, die da natürlich nicht mehr gegeben ist, beurteilen kann, ist ja, wie gut, wie perfekt es gemacht ist. Und natürlich denke ich, rein von der Beanspruchung und wenn man guckt, in welchem Einsatzbereich man es verwendet, hat das alles seine Berechtigung. Mhm. Wenn du die letzten Messen, du bist ja schon häufiger hier gewesen, miteinander vergleichst, stellst du da eine Veränderung fest gegenüber Veranstaltungen von vor 10 Jahren, was die Produkte angeht? Finde ich ganz stark. Also zum Beispiel erinnere ich mich an, in der Tat fast so vor 10 Jahren, vor den ersten Messebesuchen, da hat man ganz viel Lederoptiken gehabt, ja. Zum Beispiel. Da fing es auch an extrem mit metallischen Oberflächen. Das hat man jetzt auch. Aber ich finde, der Unterschied ist einfach, jetzt ist so ein leichter Glimmer-Effekt über viele Farben gelegt. Und damals waren das eben viel, viel stärkere Metallic-Effekte. Und vor allem zum Beispiel diese Lederoptik, ich erinnere mich an so bizarre Sachen wie Schlangenlederoptik, habe ich überhaupt nicht mehr gesehen, habe ich auch in den letzten Jahren nicht mehr gesehen. Holzoptiken natürlich, die sozusagen so irgendwann anfingen, dann immer mehr wurden, sind vielleicht auch so ein bisschen abgekommen oder sagen wir mal, vielleicht kann man eher sagen, die sind natürlich als bekannt vorausgesetzt und werden nicht mehr so unbedingt ausgestellt. Okay, super, vielen Dank.